Yo, hallo und willkommen zurück bei Let's Play Yu-Gi-Oh! Die heiligen Karten. Oh, ein Maus im Bild. Wir machen eigentlich da weiter, wo wir letzten Part aufgehört haben, nämlich ja, direkt weiter. Wir haben letzten Part schon zwei Locator-Karten bekommen und gehen jetzt mal einfach in den Laden. Und die ist Joey. Wir können es gegen Joey duellieren. Gleich, scheu, kein Sparring mit dir. Sparring? Ja. Wir nehmen was. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber wir nehmen diesen Kaiserkönig. Wir sollten eigentlich nicht verlieren. Ja, was hat er hier? 7000. Mich regt es auf, immer diesen Hexenlehrling direkt als erstes zu spielen, weil den Effekt kann man echt super nutzen, um sich einen riesen Vorteil zu arbeiten, aber naja. Ja. Ja, easy. Wir können jetzt den opfern und noch besser, um ihn hier zu spielen. Ich bin am Überlegen, der letzte Kampf, oh, wer. Oh Wunder, es gibt halt später, wie ich schon letztes Mal erwähnt habe, Feldeffekte. Das heißt, es gibt eine Dunkelkarte, die macht das Spiel zum Dunkelheitsfeld, alle Dunkelheitsmonster werden gestärkt. Oder Erde oder Wind oder was auch immer. Und oh Wunder, der letzte Kampf ist auf dem Dunkelheitsfeld, weil der Gegner böse ist. Wer hat es erwartet? Und ich bin dann überlegen, was für ein Deck ich aufbaue, weil Lichtmonster wäre total behindert. Also Lichtmonster werden auf Schattenfeldern geschwächt. Das heißt, wenn ich auf dem Dunkelheitsfeld einen Schatten Lichtmonster packe, werden meine Einheiten geschwächt. Außer ich packe einen Lichtfeldbonus. Der Gegner hat keine LP mehr. Du ersiegst. Die Kapazität deines Decks ist um 5 gestiegen. Du hast 500 Domino. Du hast Gerfried Eisen runterbekommen. Ich möchte eigentlich nochmal gegen Joey gewinnen. Mist, ich habe verloren. Zum Glück, ich mache mich besser auf den Weg. Ich muss wieder an Boden gegen dich gewinnen. Bis später. Fuck. Ich hätte eigentlich gehofft, ich kriege eine andere Karte von ihm. Aber egal. Wir gehen mal in den Kartenladen, genau. Nicht in die Kunst. Bakura. Ah, wir können es trotzdem mal gegen Bakura duellieren. Bakura. Bleib stehen. Okay, sicher. Checken wir meinen Spielplan aus. Hier, das ja. Jo, jo, jo. Oh, drei Zauberkarten. Das ist interessant. Können wir hier ihn direkt opfern und dann greifen wir an. Wir sind an der Reihe. Bärenfalle, dass da keine Karten mehr auf der Hand. Interessant. Er kann uns auch nicht angreifen. Er hat echt schwache Monster. Bakura. Ja, kommen einige Charaktere aus der Serie drin vor, eigentlich sehr viele. Aber es hat jetzt nicht so den Story-Inhalt. Ich glaube, es werden auch Sachen aus der Serie wiederholt später im Verlauf des Spiels. Aber naja. Duell-Sieg! Die Kapazität deines Decks ist um 5 gestiegen. Du hast 3000 Domino erhalten. Du hast Geheimnis des Porträts bekommen. Ja, Duellantenstiefel liegt unten. Ich muss mich besser vorbereiten. Schließlich gewinnst du ein Spiel nach dem anderen. Ich muss mein Deck besser planen. Das ändert sich auch noch, dass wir ein Duell nach den anderen gewinnen werden. Aber willkommen. Wir haben eine gute Auswahl an Karten. Kaufen. Ja, jetzt haben sie auch schon mal. Oh, genau diese Karte brauche ich. Ihn hier nehmen wir. Ihn hier. Aber eine bestimmte Karte fehlt mir noch. Eine bestimmte Karte. Eigentlich fehlen mehrere bestimmte Karten, aber Gott, jetzt will ich diese eine. Ich brauche diese eine Karte. Ich feiere die nämlich einfach. Und die kostet auch nicht so viel. Nee, nee. Hier, die kaufen wir. Das ist nämlich jetzt so ein Feldeffekt. Was? Ja, können wir nicht ins Deck packen. Na, wo ist diese Karte? Was ist das hier? Ein merkwürdiges Lesen, das nee, das brauchen wir nicht. Ein junger Merkin, die mit dem Angriff einen Zauberstab mit blauem Edelstein. Kaufen wir, die kostet auch nicht so viel. Nein, ja, ich möchte kaufen. Ja, ich möchte kaufen. Gucken wir mal von unten. Hm.
Was ist das? Ja, können wir nicht. Er ist eigentlich auch interessant. Können wir auch nicht reinpacken. Der ist auch geil. Können wir auch nicht reinpacken. Nee. Können wir auch nicht reinpacken. Können wir die mal ordnen noch? Nee, danach wollte ich die Sonne noch. Ja, genau. Genau. Nee, da ist echt nicht dabei. Schade. Schade eigentlich. Jetzt werden wir mal in unserem Deck nachgucken. Ja, wie ich ordne das gerne nach Sternen. Scrollen wir ganz runter. Und zwar das hier können wir rauspacken. Was können wir rauspacken? Sie können wir rauspacken. Sie und sie und sie. Das war jetzt vielleicht ein bisschen. Fuck. Ja, okay, vielleicht etwas überhastet. Weil wir die alle nicht entdeckt. Oh Gott, war das gerade. Ja. Hier, ihn können wir mal reinpacken ins Deck. Nach Stern ordnen. Ihn wollen wir aber nicht im Deck haben. 140. 29. Was ist unsere Landestufe? 100. Okay, dauert nicht mehr so lange. Können wir auch nicht. Hier. Sie können wir reinpacken ins Deck. Super. Was ich jetzt hier gerade gemacht habe, war, ich habe schon mal die ganze. Ja, das kann ich eigentlich mal machen. Wenn ich ordne das wieder hier nach Stern. Ja, ist noch mal Stern geordnet. Und ich packe die ganz schwachen Monster, packe ich schon mal raus. Das heißt, wir ordnen das nach Stern. Zu den zwei Sterne Monstern so. Jetzt haben wir schon mal keine einen Sterne Monster mehr in unserem Deck. Was eigentlich nur vorteilhaft ist, glaube ich. Jetzt können wir zum Mutplatz und den nächsten Gegner herausfordern. Das wäre nämlich... Hier. Ja, was gibt's? Ich gebe mich nicht mit Verlieren ab. Wozu meine Zeit mit Schwächling vergeben? Na klar, du siehst wie ein fairer Duellant aus. Wir kämpfen um unsere Lokator-Card. Ich trete nur an, wenn sich der Einsatz auch lohnt. Aber warte, keine Schonung, hörst du? Ja, okay. Wie schnell man seine Meinung ändern kann. Erstaunlich. Ja, ach, den haben wir jetzt Deck. Ja, komm, wir verwenden. Jetzt seht ihr zum ersten Mal einen Feldeffekt. Der hat wie viel Angriff? 900, ja. Das ist schlecht für uns. Ja. Könnte sogar sein, dass wir verlieren. Weil... Der. Oh Gott, jetzt haben wir verloren. Was ist das für ein Effekt? Dem. Keine Ahnung. Wir haben verloren. Wir haben sowas von verloren. Fuck. Ich glaube, da gibt es nichts mehr, was uns helfen kann. Nee. Yo, verloren. Geil. Duell verloren. Scheiße. Ja, das fängt super an. Aber direkt nochmal gegen ihn. Na klar, das ist ja... Oh. Jetzt haben wir unsere Karte verloren, die wir eben gesetzt haben. Scheiße, die haben wir gerade eben erst gekauft. Fuck. Haben wir noch zwei Sternekarten? Hallo? Ja, komm hier. Das Problem ist, wenn man am Anfang keine vernünftige Karte zieht. Schon wieder der, wir brauchen jetzt eine vernünftige Karte. Fuck. Oh, okay, ja. Schwarzes Loch. Alle Karten weg. Jetzt muss er im Verteidigungsmodus setzen. Und schon hat man das Ding gedreht.
So einfach ist das. Man braucht einfach nur die richtigen Karten am Anfang und dann hat man schon gewonnen. Das ist hier sehr, sehr deutlich merkbar. Da man mit zwei, wenn der Gegner anfängt und man dann keine richtige Karte hat, dann kann der Gegner schon das ganze Spiel klar machen. Das ist nämlich so ein bisschen blöd. Hier. Aber da braucht man halt, das braucht man irgendwann richtige Zauberkarten und dann muss man die auch im richtigen Augenblick ziehen. Ja, ist halt Yu-Gi-Oh! Teilweise auch Glück, ne? Hat kein MP mehr. Duell-Sieg. Die Kapazität meines Decks ist um 30 gestiegen. 1500 Domino und Schwertdorn-Drache. Ja. Mist, ich hab verloren. Meine Dinosaurier-Deck war nicht gut genug. Naja, war nicht zu machen. Nimm diese Karte. Jo. Was willst du denn? Diese maskierten Typen haben uns alle besiegt. Sie vertrieben uns vom Friedhof. Es gefiel mir dort in der Dunkelheit. Ich habe kein gutes Gefühl. Knöpfe uns den Typen doch direkt mal vor. Ich habe alle Dunden nie besiegt. Aber auch dich werde ich vernichten schlagen. Ich glaube das mal nicht. Oh, Dunkelheit-Deck. Yo. Jetzt seht ihr hier, der hat schon mal einen Bonus von 200. Und jetzt wird nochmal sein toller Effekt aktiviert. Und noch mehr. Jetzt können wir hier den Kuribo spielen. Ich verstehe zwar nicht, wie man so ein Deck gewinnen kann, aber egal. Nochmal und nochmal. Wir können jetzt hier kommen. Dann opfern wir den, um diesen tollen Gott zu spielen. Der ist jetzt wieder kein so ein Problem wie der davor. Hier, Pinguinsoldat, da mit einem Angriff, und dann kommen wir eh noch mit angreifen. Und der Gegner hat keine P mehr, Duell-Sieg. 5 gestiegen und 2300 Domino. Antriebsgolem der beweglichen Festung. Denn, ja. Aber, das ist doch nicht möglich. Verloren gegen dich? Wie war das möglich? Daran wirst du dich noch erinnern. Jo, fick dich. 112, wir brauchen 121. Du hast die Ghouls besiegt? Das ist aber makaber. Ich muss zurück zum Friedhof. Ich bin dir dankbar. Jo, ich bin mir auch dankbar. So, jetzt können wir noch ein Duell machen. Entweder wenn hier jetzt keiner ist. Da ist hier keiner. Wir haben jetzt schon 3 Karten, ihr merkt, das ist wirklich nicht sehr. Hier. Es war schrecklich. Sie sind nicht menschlich. Jo. Wir können jetzt zum Park. Oder. Kartenland. Nee, brauchen wir nicht. Oder? Nee. Park. Interessante Leute. Wir duellieren uns mit dem da. Aus folgendem Grund. Was? Was ist los? Was willst du? Stör mich nicht, wenn du nichts willst. Duell? Du bist also auch ein Duellant. Ich nehme die Herausforderung, aber bring mir nützliche Infos, dann kämpfe ich. Suche einen bestimmten Duellanten, Yugi. Weißt du, wo er ist? Ja. Was? Er ist auf dem Spielzeugladen zu finden? Guter Tipp. Okay, duellieren wir uns. Ich weiß nicht, warum ich mit dem duellieren, weil es einfach... Er läuft dann halt später da immer die ganze Zeit rum. Und wir können uns ein kleines Duell liefern, was uns eigentlich nichts bringt. Angriff. Oh. Ich glaube, das war, weil unsere Pflanze war und seiner Feuer. Hat er 6,50? Nee. Jetzt werden es zwar beide. Ja, genau, wenn beide die gleiche Angriffsanzahl haben, dann werden beide Karten zerstört. Angriff. Ach, fuck. Das ist echt ein komischer Kampf. Jetzt können wir ihn opfern. Opfern und den spielen und dann können wir angreifen. Oh. Scheiße. Nicht so geil. Ach, Mann. Hä? Oh Gott, fuck. Wir werden jetzt aber nicht von dem... Oh Gott, nein. Hä? Was ist los mit diesem Viech? Okay, das ist jetzt echt peinlich. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. So,
So, jetzt haben wir ihn auch in der Hand, meine ich. Ja, jetzt können wir den hier opfern und ihn hier spielen. Warum auch immer wir jetzt mit ihm angegriffen haben, das war eigentlich Schwendung. Können wir ihn hier opfern und ihn hier spielen. Wer hat eigentlich mehr Angriff? Jetzt ist relativ geil, 50 Punkte. Bärenfalle. Jin zu 7. Wow, 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 wow. Jetzt können wir direkt angreifen. Jo, und gewonnen. Diesmal ging das aber locker von der Hand. Locker, flockig. Duellsieg. Die Kapazität deines Decks sind 5 gestiegen. Du hast 631 Dominanten. Besten König der Sümpfe. Ja. Ah, besiegt. Aber das Spiel war gut zum Aufwärmen. Ich werde Yugi besiegen und mir einen Namen machen. Ich muss sie mich beeilen und ihn finden. Ach ja, ich soll dir etwas mitteilen. May Valentine, angeblich die beste Duellantin. Ich sah sie in der Nähe des Gebäudes. Wenn du dich beeilst, kannst du sie noch erwischen. Ich muss jetzt aber zum Spielzeug laden. Kann es sein, dass wir jetzt zum... Nee, können wir nicht. Wir können auch nicht zum Gebäude. Jetzt kommen die hier. Die vier. Aber erst im nächsten Part. Dann sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.